Was geht, liebe Bros und Brosinen, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Rune King, A League of Legends Story. So. So, wir haben jetzt soweit uns erstmal dazu entschieden, wo willst du hin? Diese Runde zu. Teleportieren müssen wir. Stimmt, du hast recht, sorry. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das so zu versuchen, dass wir mal mit Doppelheiler gehen. Wollen jetzt eben nochmal zu einem Gebiet hin, wo wir etwas höherwertige Sachen einkaufen können. Die Frage, wo das war. Bei Visani-Gewölbe war ja kein Shop. Nee, das meine ich nicht. War das bei Thrashs Bibliothek oder bei Gewölbe der Riesen irgendwo? Müssen wir nachgucken. Jo, können wir ein bisschen reflektieren. Sorry, wenn sich das jetzt noch etwas zieht mit den Vorbereitungen, aber wir wollen natürlich gucken, wie wir die Problematik lösen können, die wir derzeit haben. Und unsere Idee war jetzt gewesen, dass wir auch noch mal ausprobieren wollten, vielleicht mit Rastgegenständen uns noch mit einem Buff in die Kämpfe zu begeben. Ja. Okay, hier war nichts. Im Gewölbe der Riesen mal gucken. Es könnte natürlich auch sein, dass, wenn es jetzt der letzte Abschnitt ist, dass vielleicht auch um Bilgewasser irgendwelche Shops jetzt aufgestockt haben. Das könnte sein, das können wir dann noch gucken, aber ich glaube, wir müssen mal immer runter, wa? Nee, Gärten der Akademie ist auch nicht richtig. Also hier scheint nichts zu sein, ich glaube, hier sind wir falsch. War nicht bei Thrashs Kerker irgendwo was? Der Kerker. Das nicht. War das. War wahrscheinlich die Bibliothek, nur da müssen wir irgendwo hin. War nicht da dieser eine Geist, der uns da was verkauft hat? Stimmt. War denn das nochmal gewesen? Da war was. Relikthalle. Keine Schmiede, nee. Ja, nee, Relikthalle müssen wir dann wahrscheinlich, oder? Also raus aus dem Gebiet, wo wir gerade sind. Und dann einmal komplett runterlaufen. Aber gab es hier nicht noch. Hier gab es doch noch Teleporter. Ich wollte gerade sagen. Untere Zellen. Ja, da steht er. Den habe ich gemeint. Hast du was zu verkaufen? Die haben wir schon. Ja, guck mal, das sieht auch wesentlich besser aus. Jumus Geisterklinge. Okay. Komische Waffe, die von der Macht der wandelnden Geister durchdrungen ist. Das heißt, man hört die Klingen von Glocken. Okay. Hast zusätzlicher Schaden. Geld genug hätten wir dafür, ist die Frage, ob es halt besser ist als Yasus Waffe. Da müsste ja, glaube ich, auch schon eine bessere haben. Ja, wir können es aber auch noch verzaubern. Also kaufen würde ich es auf jeden Fall. Die nehmen wir einmal. Sphäre der Zerstörung gucken wir auch nochmal mit. Sphäre der Zerstörung. Eins drunter. Ja, okay, das gibt Crit, das ist eigentlich nicht so. Müsste ja, glaube ich, das sein, was Ari derzeit. Sie trägt diese Shimon-Kugel. Was ist hier um Klammerung der Arachniden für Illaoi? Schaden, zusätzlicher Schaden. Da nochmal Hast. Das vielleicht doch kaufen und da können wir nochmal bei Jolly Roger für Braum noch, falls wir uns doch wieder für Braum entscheiden. Ja. Mehr Schaden, zusätzlicher Schaden, Ausdauer machen. Alten reine Schadenschild. Nee, finde ich nicht so. Nee. Geistessicht. Erhöht die alten Heilung um 20%. Ja, aber das ist nicht schlecht. Würde ich mal kaufen. Ja. Gucken wir gleich noch, ob wir Materialien zum Verzaubern haben. Was ist stolz der Visani? Defense. Leben. Würde ich auch mal kaufen, verkehrt ist es nicht. Mhm. Für Yasuo können wir auch noch mal angucken. Schauen wir auch noch mal Leben, können wir auch noch mal kaufen. Was ist da noch ein Schmuck? Ist da noch was Neues dazugekommen? Moment, ich würde hier noch mal kurz gucken. Normale Verteidigung, Magie, Verteidigung, zusätzlicher Schaden, Ausdauer.
Wir müssen aber halt auch gucken, dass wir noch genug Geld dann Ja. übrig haben für. Also wie das mit den Tränken funktioniert, haben wir immer noch nicht kapiert, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist auch wirklich schwierig. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben eine große Auswahl von verschiedenen Tränken und halt auch Revive-Tränke bei uns eigentlich in der Tasche, aber nur eine sehr begrenzte Auswahl halt im Kampf mit dabei, die wir benutzen können. Wir wissen nicht, wie wir das irgendwie umstellen können, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt nicht die Möglichkeit hast, bei so einer Mechanik, wie sie Viego hat, halt nicht irgendwie manuell zu reviven. Ja, das ist irgendwie komisch. So, bevor wir jetzt alles hier in Ausrüstung investieren, ich würde vielleicht doch mal gerade gucken, bei den Rastgerichten, dafür sind wir ursprünglich gekommen. So. So, stellt Leben wieder her. Erhöht die kritische Treffer, verringert die normale Verteilung. Nee, das ist nicht so geil. Nektar Nektar aus aus Noxus, weißt du Noxus. Bescheid. Paar Kämpfe um 395. Ja, aber das wird halt den Braten nicht fett machen, das ist das Naja. Problem. Naja, das bringt nichts, weil es am Ende des Nee. Kampfes ist. Ausweichrate. Ausweichen, das bringt uns auch nicht sehr viel, weil wir keinen hohen Wert haben. Ist absoluter Schaden. Und der Ja, aber Anwende. wollte ich gerade sagen, für beide. Schild, ja, aber da wird das auch nicht viel bringen. Wenn Braumschilde schon nicht ausreichen. Lebensraub bringt uns auch nichts. Ich dachte an sowas wie Diebe für Mio und Tier, aber das wird es nicht geben. Das glaube ich auch nicht. Angriffsstärke. Das oben links war auch noch mal einfach nur Heilung, ne? Ganz oben links. Alle paar Kämpfe in jeder Runde. 189 Leben ist halt nicht viel. Das ist das Höchste, was sie so noch mit dazu machen können. Ich würde es doch mit dazu kaufen. Einmal, dass wir es austesten können. Jo. Gehen wir jetzt nochmal rasten. Beziehungsweise erstmal müssen wir die Equips noch machen. So, sie hatte hier die Schimonsphäre. Für Ari hatten wir doch hier Stolz der Vesania hat mir geholt. Also So, da geht Ausdauer runter. Sie verliert ein bisschen Leben, bekommt dazu, aber Schaden und noch ein bisschen Resistenzen. Und dass sie noch halt absoluten Schaden machen. genau. Ja. Guck mal, ob wir vielleicht das noch verzaubern können, aber vielleicht haben andere Dinge erstmal höhere Prioritäten. Hatten wir hier So, ja. er hat der Solarikrum-Säbel hat was alles an Stats drauf? Der hat Schaden, zusätzlicher Schaden, Ausdauer, kritischer Schaden. Ja, das haben wir drauf hier Genau. enchanted. 1500, 200. Okay, und Jomus? Ja, Jomus gefällt mir besser. Wegen dem Haste. Kritischer Schaden können wir wieder versuchen drauf zu machen. Oh, wie sehr hatten wir Junge schon? Ja, gut. Ja, War. doppelt hält besser. Er hat ja, glaube ich, auch noch eine neue Robe. Stimmt. Hier. Tunika des Sturmwindes haben wir einmal und Piltover. So, da haben Was wir. war Tunika des Sturmwindes? Mehr Verteidigung, mehr Leben, weniger Mana, weniger Angriff, höherer Crit Ja, und Mana haben wir, Haste-Wert. glaube ich, drauf gezaubert gehabt. Ich meine ja. Aber es pusht immer seine Hast. Dann können wir Senkt aber die. seinen Angriff. Das würde. Okay, ihm mehr Verteidigung, mehr Angriff, mehr Leben geben. Seine Hast würde um 0,9 Ja, da wären sinken. wir immer noch bei 10, also das wäre okay. Gehen wir dann mit Ja, der. ja. So, Ilaoi. Sie kriegt dann nochmal
Direkt 1000 Leben mit dazu, okay. Ja, das wäre sehr, sehr gut. Alter, 10.000 Leben, ey. Und hier hätten wir nochmal mehr Schaden drauf. Etwas weniger Leben und etwas weniger normale Verteidigung. Hast wird nochmal erhöht. Ja, ja. So, Geistessicht hatten wir ausgerüstet. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie einen besseren Ring für sie? 27, der ist schon wahrscheinlich. Das war eins der höchsten Sachen, die wir kriegen können. Wanderhalskette, das ist nur für Schaden. Das wird ihr, denke ich, nicht zu viel bringen. Ritualheiliger der Stärke haben wir drauf. Walter Kindreif. Muss nicht. Nee, dann würde ich jetzt aber gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Enchantment machen. Mhm. Weil wir überhaupt noch die Materialien dafür haben, weiß ich gerade nicht. So. Ja, so war das Mana-Ding sehr wichtig. Würde ich behaupten. Ausweichrate, Angriff. Der so, weiter unten. Gerade am Symbol hier Trägheit, was nicht. Nee. Nee. Oh, aber warte mal, Trägheit ist verlangsamt. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Trägheit hast du um 5%. Ja, gut, aber das wird bei Virgo nicht so viel Unterschied machen, weil Virgo einfach fucking fast ist. Der hat ja noch diesen scheiß Buff, der ihn halt nochmal schneller macht. Ja, das sind maximal 10%, die wir ihn verlangsamen können. Ich denke, wir können auf das Schwert können wir auch was Neues packen. Ich meine, für den letzten Kampf, das Mana-Management mit Yasuo sollten wir hinkriegen über den Kampf hinweg. Hm. Und ich sag mal, Mana-Tränke können wir einsetzen, im Gegensatz zu anderen Tränken. Angriffe haben eine Chance von 20% bei jedem Treffer zu heilen, dabei 653 Leben wiederherzustellen. Das fände ich vielleicht ganz interessant. Ja. Da wir müssen ja, wir versuchen. Da wir ja so selbst nicht immer auf die Heals von Eloy und Ahri angewiesen, sonst hätte er selbst eine kleine Chance, sich auch selbst zu heilen, wenigstens ein Stückchen. Geisterklinge. Bitte funktioniere, das wäre sehr wichtig. Jo. Nice. Geil. Das ist gut. So, für Yasuo vielleicht auch nochmal hier da gucken, genau. Regeneration, unverwüstlich Ausdauer und Verteidigung gegen normalen Schaden. Ja, vielleicht das für Ilaoi. Ausdauer, Angriffsstärke. Ausdauer, Angriffsstärke wäre vielleicht was für Ahri. Das ist Ausdauer Defense, das da. Stolz der Versani. Also 100%. Okay, das klingt doch gut. Ich weiß wirklich nicht, was du mit Versace am Deal hast. Ich gebe es auch auf, dich da korrigieren zu wollen. Das macht keinen Sinn. Wenn man gegen die Wand redet, redet man gegen die Wand. Ausweichrate. Okay, was war das? Stellt am Ende des Kampfes. Nee, nicht Ende des Kampfes. Dann ist es schon zu spät. Magieverteidigung. Ausdauer und Angriffsstärke. Wäre vielleicht auch nicht schlecht für Yasuo. Etwas mehr Angriff und Leben. Ich guck nochmal kurz. Aber ist da nicht Heldenmut besser? Das gab doch dieselben, nur halt höhere Werte, schätze ich. Ja, 303. Warte. Ja, wir können es nochmal machen. Ja. Haben wir auch. Für Eloy bräuchten wir jetzt noch etwas Feines. Ende des Kampfes.
Für Ari hätte ich halt gerne auch noch irgendwie Hast, aber das müsste man, wenn, auf Schmuckstücke machen. Ja, das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Unverwüstlich für Ilaoi. Die Frage, macht Vigo mehr magischen oder mehr physischen Schaden? True Damage. Ja, stimmt, das ist überwiegend True Damage. Also das Schwierigste bei Viego ist eigentlich der Zerstörungs-Debuff und gegen den können wir nichts tun. Ja. Also wir können versuchen halt mit den aktiven Fähigkeiten, die wir verbessert haben, wie Ahri's Debuff-Cleanse und so weiter, vielleicht auch mit dem Talent von Ilaoi, die das ja kann, den irgendwie aufzulösen, aber auf jeden Fall die Ult von Braum konnte es nicht cleansen. Aber das hatten wir auch schon bei dem Schreckens-Debuff, der konnte auch nicht entfernt werden. Ja. Also gehen wir nochmal mit unverwüstlich bei Eloy. Ja. Einfach um das Leben nochmal zu pushen. Ilaoi? Kann ihre Ausrüstung nochmal verzaubert werden, ist die Frage. Da ist es. Ja, da. Ich habe es gerade nicht Ich muss gefunden. aber dazu sagen, Spirit Visage habe ich anders im Kopf als Psychic. Eiferflucht. Nochmal. Komm schon. Komm schon. Work. Nein. Nochmal. Work. Ja, wir haben ja jetzt immer die gleichbleibende Chance. Ilaoi. Ach, komm schon. Aber Jetzt aber. Jetzt haben wir nur 25%. Nee, das Ding will nicht. wir haben immer noch 25%. Ilaoi, bitte einmal kooperiere mit uns hier. Aber Nein. die will aber auch echt nicht. Wir machen das so lange, bis es funktioniert. Oder wir keine Materialien mehr haben. Ja. Wir haben keine Wir haben keine Materialien mehr. Materialien mehr. Nee, oder? 12%. Kommt die letzten. Ja, hey. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Nee. Nee, ich glaube, ich will einfach nicht. Ja. Gut, have it your way, dann was anderes. Ah, nee, hier haben wir auch keine violetten Essenzen haben wir ja nicht mehr dafür. Dann, ich weiß nicht, ich will jetzt bei dem Shop-Typ nochmal gucken, ob der vielleicht irgendwas an Materialien Sachen verkauft. Aber ich glaube es fast nicht. Haben wir Waffen, Rüstungen, da sind Tränke, Speisen. Haben wir hier Doch, Violette? da verkauft er Sachen tatsächlich. Ist die Frage, violette Essenzen, hat er das? Ich glaube, die bekommen wir nur durch Gegner. Das sieht ganz danach aus. Können aber auch nichts zerlegen, ne? Was wir so haben. Ist die Frage, ob wir jetzt rasten wollen, um hier die Speise noch einzunehmen? Und uns dann schon mal zum Kampf aufmachen wollen, dann würde ich den Kampf gegen Viego dann schon mal einleiten, aber die Folge dann beenden, weil wir sind jetzt noch bei 6,5 Minuten. Das lohnt fast nicht, da jetzt den Kampf anzufangen. Ja, das denke ich sinnig. Genau, ja, erstmal hier raus. Raus, 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 raus. Das müsste ganz oben gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Ich meine auch. Eieieiei. Holla die Waldfee. Ja, der Vigo ist schon wirklich, wirklich böse. Wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich stört, ist halt dieser fucking Ruination-Debuff. Das ist auch so. Das hat mich bei dem Schreckens, bei dieser Mechanik schon gestört, weil wenn du halt nicht irgendwie, wenn es null von Relevanz ist, dass du dein Team ja auch talentmäßig upgradest und die Zusammenstellung und so weiter, weil du einfach diesen Buff nicht cleansen kannst und auch sonst keine Mechanik existiert, um das Ding zu stoppen. Das finde ich halt sehr billig gelöst, muss ich Ja. sagen. So, Rand der Zerstörung, let's go. Cutscene können wir dann. Wir haben nur einen Skippen. Versuch. Wir müssen den gestürzten König stoppen. Sonst Ist die geht Bene Frage. Wasser Ja, unter. ja. Gemeinsam. Habt ihr ja schon gesehen, ne? Da würde ich an der Stelle jetzt sagen, beenden wir heute mal die Folge 5 Minuten früher.
dafür habt ihr jetzt live mitgesehen, wie wir uns so ein bisschen vorbereitet haben. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ob unser Plan aufgeht oder nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffen, Dankeschön. Dass ihr dann auch morgen hoffentlich zum finalen Kampf dabei seid. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin. Haut rein.